Weißwasser nahe der polnischen Grenze. Im örtlichen Jugendclub haben sich die Rapper von Agro Berlin angesagt. Für Bushido ist der Labelname Programm. Textzeilen gespickt mit Schweinkram, dazu raue Beats. Agro, aggressiv eben. Die In-Kids rasten kollektiv aus. Ich mach den Sekt, den Track, ich fick das Rap-Geschäft. Du hast kein Flow, kein Text, du kriegst den Rest zu keck. Ich mach den Beat hart, heute heißt es ich und du. Komm mit deiner Kindercrew, ich fick auf euer Internet. Bushido hat seinen Teil dazu beigetragen, dass Agro Berlin zu einem Phänomen wurde. In deutschen Kinderzimmern steht fest, diese Jungs sind so versaut, das müssen Stars sein. Rap ist für mich wie Sex. So, wenn du bummst, so, dann kannst du auch deine Freundin in den Arm nehmen und küssen, so, weißt du? Das machst du davor oder danach. Aber wenn du halt gerade dabei bist, so, dann bist du hart. Ganz einfach. Weißt du, so. Punkt. Und so ist es. Und wenn du halt nicht bumsen willst, dann kuschelst du halt mit deiner Freundin. Aber dann bist du auch kein Rapper. Auf deutschen Schulhöfen findet man ihn cool oder total beschissen. Das macht seinen neuen, inzwischen vierten Longplayer Electro Ghetto noch begehrter. Selbst wer nur mitlästern will, muss das Album gehört haben. Kritiker werfen Bushido Macho-Gehabe und Sexismus vor. Doch seine Fans lieben ihn genau dafür. Er ist die deutsche Antwort auf 50 Cent und Konsorten. Du musst dir dazu vorstellen, 60.000 Euro. Man muss die Leute nicht unbedingt provozieren, aber irgendwie habe ich ein Talent dafür, dass ich es immer wieder schaffe. So, weißt du, ich meine, also ich überlege mir ja nicht vorher von wegen so, wie könnte ich jetzt den Jugenderzieher in Sachsen-Anhalt irgendwie dazu bringen, im Jugendclub meine CD zu verbieten. Musik für den Ruf im Knast und die Dealer im Park, so lautet sein Bekenntnis. Die Adressaten sind einfach zu benennen. Ich hab jetzt einen Deal, ich mach den Sound für den Hof im Knast. Ich bin der Grund, warum du nie deine Millionen machst. Ich hab den Sound für die Dealer im Park, denn ohne mich wird deutscher Rap schon wieder nicht hart. Schon wieder ein Tag, an dem ich eure Lieder... Die Inhalte liefert das Leben. Seine Vergangenheit als Dealer, der Ärger mit der Justiz, die Puffbesuche mit den Kumpels, Kokainexzesse und natürlich die Groupies. Nur auf den ollen Gangsterkram reduziert werden möchte er allerdings nicht. Wenn du nicht behindert bist und Satellitenfernsehen hast, dann kriegst du ja auch alles auf der Welt mit. Und du kannst oder du musst dir auf jeden Fall zu jeder Sache eine Meinung bilden. Du kannst nicht dieses Schulterzucken ist mir egal denken irgendwie so verführen, weil dann bekommt die NPD wieder 10% in Sachsen. Weißt du, so wie es jetzt passiert ist, so. Warum? Ja, weil ist mir alles egal, ja, scheiß Ausländer, ja, auf jeden. Eine Meinung zu haben ist wichtig, noch wichtiger aber ist das Aussehen. Bushido ist der Sohn einer deutschen Mutter und eines tunesischen Vaters. Obwohl er nie in Tunesien war, sieht er sich als Teil der arabischen Community Berlins. Alle drei Tage geht er zur Rasur in seinen Stammsalon. Dessen Besitzer wird ihn auf der nächsten Tour begleiten. Bushido ist ein Übermacho, der sich ständig um die Länge seiner Körperhaare sorgt. Dieses zu sich selber stehen und sich nicht rasieren und sich auch nicht die Achselhaare schneiden, so finde ich halt eklig sowas, weißt du? Also, aber für uns so generell, wir sind ja eh alle ein bisschen eitler und so, weißt du? Und wir haben ja natürlich auch dadurch ein bisschen mehr Erfolg, so, weißt du? Vielleicht bei der Frauenwelt und so. Und ich bin zufrieden. Ich finde es auch gut, dass nicht jeder geht, auf jeden Fall so. Ich, meine Freunde ist okay, weißt du? Und dann der Rest soll mal schon zu Hause bleiben und sich den Bart mal lang wachsen lassen, so. Begnadeter Rapper oder musizierender Neandertaler, sexy Künstler oder doch nur ein Shovi, Bushido entzieht sich einer simplen Einordnung gekonnt. Nur eins ist klar, von Liedern über Analsex, Gangbangs und andere Essentials wird er uns auch in Zukunft nicht verschonen.